Grüß Gott, Frau Direktor. Ja? Ja? Warten Sie, ich lege Sie Ihnen gleich um. Was ist denn da passiert? Na, Scheiße! Die Matura-Beispiele haben sie gestohlen. Reutinger Clemens Alois, 18 Jahre, 21 Vorstrafen in den letzten 3 Jahren. Beachtlich. Sie wissen bereits, warum Sie da sind? Was ich auch immer gemacht haben soll, ich weiß nicht. Vor 3 Tagen sind die Matura-Beispiele aus dem Safe in der Direktion gestohlen worden. Nehmen Sie doch, dass Sie ja da vielleicht was wissen können. Sprechen wir mal klar, Lex. Wissen alle, dass Sie schon öfter straffällig waren. Also wo waren wir am Montag um 7.30 Uhr? Ohne meinen Anwalt sag ich gar nichts. Also, Frau Olivia. Oliver. Mei, dann letztlich auch egal. Wir wollen Ihnen ja gar nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Sie waren schon so geholfen, wenn Sie einen Zahn kennen, wo es am Montag so gegen 7:30 waren. Ich weiß wirklich nicht. Kommen Sie mal runter, schlafen Sie durch und überlegen Sie mal. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Frau Oliver, wir wissen, dass Sie schon öfter straffällig waren. Zum letzten Mal, als Sie die Anstalt früher und einfach ohne Erlaubnis verlassen haben. Wir beide wissen, Sie können sich noch erinnern. Aber wenn Sie Hilfe dabei brauchen, kann ich gern die Frau Lechner runterholen. Nach einer Stunde wieder runter. Nein, okay, ich sag's aber, ich wollte schwänzen. Ich war nicht fertig, ich war nicht bereit, ich hätte es nicht geschafft allein. Und es wäre einfach nicht gegangen. Ich war nicht in der Schule, ich war daheim in meinem Bett und hab gerät und Schokolade gegessen bis zum Umfallen, weil ich hab's nicht können und ich. Ach, es wäre nichts geworden. Ja, ich war nicht voll an der Früh. Es passt schon. 100 Stunden Latein-Texte übersetzen. Sie dürfen gehen. Ich hab nicht einmal Latein. Mein Mandant muss gar nichts sagen. Ich als Vertreterin der Kanzlei Rosenkranz verlange die sofortige Freilassung des Herrn Reutinger aufgrund mangelnder Beweislage. Bis uns der Herr Reutinger sagt, wo am Montag um 7.30 Uhr war, werden Sie auch nichts daran ändern können, dass er nicht gehen darf. Also ich war. Clemens, ich spreche. Wir wollen einen Deal haben. Weil der Herr Reutinger hat nämlich sehr wichtige Informationen. Wir hören. Den Namen, den kenne ich. In Bali. In Weihhuber Bali. Aber die andere, die kenne ich selber nicht. Herr Reutinger, Sie haben sich ein Gefängniszeit gerade um einiges angenehmer gemacht. Ist das eh in Ordnung? Ist sonst alles okay? Hören Sie einmal, Herr Chefinspektor. Wenn ich nur verhaftet worden bin, weil Sie keinen zum Reden haben. Dann hat kein Smalltalk. Ich zeige nun Verdächtiger Schabani, Beweis Stück 4. Das Protokoll Chefinspektor Perhuber ist nicht fähig, einen Gummihandschuh anzuziehen. Ich zeige nun Verdächtiger Schabani, Beweisstück 4, ohne Handschuh.
Können Sie sich noch an Ihre Schuhe erinnern? Das ist ein Beweisstück von einer älteren Straftat. National die Matura-Beispiele gestohlen worden. Und aufgrund Ihrer Vorstrafe haben wir natürlich schon Anlass anzunehmen, dass Sie das waren. Ich würde sagen, dass Matura-Angaben stehen eine bisschen größere Nummer ist, als mit dreckiger Schurke durch die ganze Schule zu laufen. Aber ich fühle mich geehrt. Ja, wo waren wir denn am Montag um 7:30 Uhr? Frühstücken bei meinem Freund in der Wohnung. Eh klar, das kann Ihnen auch sicher wer bestätigen. Ja, mein Freund. Ach so, und das wäre? Den neuesten Informationen zufolge der Herr Meierhuber, korrekt. Ach so. Und wenn? Er hat nämlich Sie als Alibi angegeben, dass er bei Ihnen in der Wohnung frühstücken war. Haben wir sich wenig gescheit angeredet, oder?